Und wir machen das auch einfach. Und hier seht ihr Community-Entscheidung und der Sieger ist Bush Ranger ist jetzt verfügbar. Für den Skin habe ich auch gestimmt, Leute. Sehr, sehr geiler Skin. Hier für 1200 V-Bucks. Auf jeden Fall. Auch mal was wirklich komplett Neues, ne? Finde ich sehr, sehr cool. Richtig schön kreativ. Und sieht auch sehr, sehr cool aus. Haben sie schön gestaltet. Für 1200 V-Bucks lohnt sich der allemal auf jeden Fall. So, hier sehen wir noch. Und es gibt auch, glaube ich, noch ein paar neue Sachen. Es gibt hier erstmal Honighacker für 800 V-Bucks. Süß und, ich kann es gerade nicht lesen, Gruppeneinladung, süß und trotzdem gefährlich für 800 V-Bucks hier. Boah, ah, sieht doch ganz gut aus. Wieder mal schöne Doppelspitzhacken als Schwerter hier für 800 V-Bucks. Geile Sache, passt auch gut hier zum Bush Ranger. So, was gibt's noch alles? Wir sehen hier noch, es gibt einen Hängegleiter, es gibt den Fledergleiter hier für 800 V-Bucks. Fledergleiter, okay. Hoch hinaus mit dem Sturm. Also der sieht auf jeden Fall sehr, sehr modern aus, ne? Finde ich sehr, sehr geil. Für 800 V-Bucks, das hat schon echt klasse, ne? Sieht gut aus. Für 800 V-Bucks. Dann sehen wir hier noch strahlende Axt für 500 V-Bucks. Eine Spitzhacke für nur 500 V-Bucks, Leute. Auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Schnäppchen hier. Und sieht auch sehr, sehr cool aus. Ist auf jeden Fall lohnenswert. Dann sehen wir hier noch Nachtglanz für 1500 V-Bucks. Den Skin habe ich auch schon mal gesehen. Ich glaube, der war schon vor ein paar Monaten auch schon mal drin. Und ich finde es auf jeden Fall ein solider Skin, muss ich sagen. Es gibt erstmal die normale Form. Das sind so Tattoos, dies, das. Und dann ist sie komplett pink einfach. Ihre Tattoos werden auch so pink. Ich finde, das sieht sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Also, das ist schon echt krass. Also von der Qualität her, von den Lichtern. Ne? Also, die hat schon klasse. Ich finde die cool. 1500 V-Bucks. Sehr, sehr cool. Das kann man sich gerne gönnen, Leute. Sehr, sehr cool. So, dann sehen wir hier noch bissiger Taucher für 2000 V-Bucks. Habe ich auch schon mal hier gesehen. Man sieht auf jeden Fall, das ist No-Skin. Nur halt mit einem Hai-Anzug hier am Start. Und ist auch auf jeden Fall ein richtig geiler Klassiker, weil es gab ihn schon in Season 3, Season 4 und dann ist er in den ganzen Seasons gar nicht mehr in den Shop kommen, Leute. Wirklich auf jeden Fall krass, weil er war wirklich sehr, sehr selten, Leute. Krass, dass er auf jeden Fall hier wieder im Shop ist. Und ich muss sagen, für 2000 V-Bucks ist auf jeden Fall ein fresher Skin, muss man einfach sagen, ne? Sieht cool aus. Mit dem Hai. Mit dem Hai-Anzug. Mit der Taucherbrille, die er noch anhat. Sieht schon fresh aus. Und wenn man dann irgendwo noch schwimmt, dann denkt man halt wirklich, das ist ein Hai oder so, weil man ja die Flosse sieht. schon krass. Für 2000 V-Bucks. Passt auch perfekt zur neuen Season, muss man einfach sagen. Dann sehen wir hier den kleinen Mampa für 1500 V-Bucks hier. Kleiner Mampa. Ja, einfach ein Hai abgestochen, ey. Muss los, für 1500 V-Bucks. War auch schon wirklich lange nicht mehr im Shop. Und die Spitzhacke sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Gefällt mir. 1500 V-Bucks, der High ist auf jeden Fall, der hat richtig High Quality hier. Sieht sehr, sehr cool aus, mit den Farben auch. Boah, auf jeden Fall lohnenswert. Dann sehen wir hier Laser Beißer, ein legendärer Hängegleiter hier für 1500 V-Bucks. Ihr wisst ja, es gibt sehr, sehr wenige Hängegleiter, die auch wirklich legendär sind. Ich glaube, es gibt insgesamt nur 3 oder 4 Stück, deswegen sind diese auf jeden Fall auch sehr, sehr selten. Und für 1500 V-Bucks so ein Laserbeißer, also so ein Hai, der einfach noch einen Laser drauf hat, sieht auch sehr, sehr cool aus. Das muss man einfach sagen, ne? Das muss man sagen. Max Albert auch am Start, grüß dich, moin, schön, dass du da bist. So. Auf jeden Fall bis jetzt echt gute Skins am Start. Dann sehen wir hier Schlurf für 700 V-Bucks. Also eine Waffentarnung für 700 V-Bucks habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Aber ich muss auch sagen, diese Waffentarnung mit dem Slurper hier, also mit Schlurf, es sieht sehr, sehr cool aus und sehr, sehr geil animiert, muss man einfach sagen. Ne? Also wirklich dieses Pink und dann der Slurp, der so animiert da so rüber geht und dann Pink übergeht. Sieht wirklich sehr, sehr cool aus und sehr, sehr lohnenswert. So, dann haben wir noch den Cloaked Shadow. Ist auch ein echt, echt krasser Klassiker. Der Skin wird auch von sehr, sehr vielen Pro-Playern benutzt. 1500 V-Bucks hier. Und der ist auf jeden Fall auch ziemlich, ziemlich geil, muss ich sagen.
Halloween ist ja jetzt schon vorbei, ihr wisst ja, aber wenn noch Halloween am Start wäre, dann würde ich jetzt sagen, der passt perfekt zu Halloween, aber ist ja jetzt schon lange her, ne? So, 1500 V-Bucks. Ja. Ist aber trotzdem ein nicer Skin, muss ich sagen. Also mir gefällt die rote Farbe, ne, von seinem Umhang. Ist schon krass. Und dann diese Augen, die so leuchten, ist schon cool. Cooler Skin. Die Flügel noch dazu. Schon ein geiler Skin. Ah, ich habe gar nicht gesehen, hier gibt es noch Sonneneruption für 1500 V-Bucks. Hier gibt es noch den Skin in männlicher Form. Und hier gibt es auch noch eine richtig geile Spitzhacke. 800 V-Bucks Spaltlicht sieht auch sehr, sehr geil aus. Mit diesem Licht da, so mit diesem roten. Das ist schon fresh, Digga. Ledergleiter habe ich ja schon gezeigt, strahlende Axt. Hier sehen wir den den weiblichen Skin, Nachtglanz und hier einfach auch die männliche Variante, 1500 V-Bucks. Er ist auch auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich feiere das. Er hat erstmal normale Tattoos hier so, normale Tattoos, ganz easy. Und dann werden die einfach so türkis, ne? Also dann leuchtet das richtig. Finde ich sehr, sehr geil. So, Moritz auch am Start. Grüß dich, moin, schön, dass du da bist. Sehr, sehr cooler Skin. 1500 V-Bucks. Dann sehen wir hier noch Sichelschläger, war auch schon ein paar Mal im Shop. 800 V-Bucks. Ernte zur Abwechslung mal mit dem Sichelschläger. Er ist halb Schläger, halb Sichel und 100% Sichelschläger. Was? Also, das ist natürlich mal wieder komplett crazy. Hier eine Sichel, die durch so einen Schläger einfach durchgeht. 800 V-Bucks. Ja, können wir machen. Ist auch mal was Neues, ne? So, dann hier Kaktuspose, 200 V-Bucks, beste Tarnung ever. Auch ganz nett. Dann nehme ich hier Chris Cross. Tanz ihnen die Meinung. Boah, auch ein richtig kranker Klassiker, ne? Gibt es schon seit Season 3 oder Season 4 auch wirklich. Wahnsinn. 500 V-Bucks hier. Und der ist auch recht lässig, ne? Ist echt lässig. Hat der gefällt mir echt. Abtrünnige auch hier am Start. 800 V-Bucks. Ist auf jeden Fall ein seltener Skin. Haben auf jeden Fall nicht sehr, sehr viele Leute. Und für 800 V-Bucks ist das auf jeden Fall auch ein nicer Skin, muss man einfach sagen. Ne? Für 800 V-Bucks schöne Schnäppchen. Und sieht auch sehr, sehr gut aus. Mir gefällt die rote Farbe einfach. Wirklich insane. Ne? Schon gut. Ja, Leute, das ist der gesamte Shop. Und hier seht ihr zum krönenden Abschluss mein Creator-Code BoxingMan-Bra. Kann man ganz easy im Item-Shop eingeben. Und mich damit auf Ehrenbruder-Basis unterstützen, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr es macht. Kuss geht raus an die, die es tun. Danke für den Support, Leute. Es ist wirklich kostenlos. Dauert nur 2 Sekunden. Und wenn ihr euch dann was im Shop kauft und mein Creator-Code BoxingMan-Bra ist in eurem Item-Shop, dann unterstützt ihr mich auf Ehrenbruder-Basis. Würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr es macht. Und vergesst natürlich nicht, alle 14 Tage wird der gelöscht. Deswegen auf jeden Fall immer wieder neu eintragen, wenn ihr mich weiterhin unterstützen wollt. Und mir ist es auch wirklich sehr, sehr wichtig, dass ihr auf jeden Fall den Creator-Code BoxingMan-Bra in eurem Item-Shop einträgt, weil durch diese Unterstützung kann ich weiterhin hier YouTuber sein und euch geilen Content liefern. Deswegen macht's auf jeden Fall. So, das ist auf jeden Fall erstmal der Shop gewesen. Wir sehen hier noch, hier gibt es ja noch ein paar Pakete. Fortnite, das Wellenbrecher-Paket zum Beispiel. Fortnite, letzter Abrechnungspaket und Fortnite Battle Royale. Schattenfeuer-Paket, das sind wirklich Pakete, bei denen man extrem viel spart. Hier sieht man zum Beispiel 4,99. Man kriegt Skin, Spitzhacke, Backpack plus noch 600 V-Bucks dazu. Das muss man erstmal sagen, man gibt 4,99 aus und bekommt 6 Euro beziehungsweise in V-Bucks 600 V-Bucks halt dann wieder zurück. Das heißt, man kriegt auf jeden Fall erstmal 100 Euro, zack. Okay, 100 V-Bucks mehr, ne? Also 1 Euro mehr, so. Und dann kriegt man ja plus dazu noch den Skin, Backpack und dann noch die Spitzhacke. Finde ich sehr, sehr geil. Dann hier noch Fortnite, letztes Abrechnungspaket. Das sind 3 Skins, die sind episch alle zusammen. Und wenn man die jetzt einfach so normal im Item-Shop kaufen würde, dann würde das alles zusammen, was da ist, ne? Diese ganzen Skins zusammen würden 50 Euro kosten. Und hier muss man nur 17,99 dafür ausgeben. Also man spart bis zu 60-70% hier, wenn man sich dieses Paket holt. Plus dazu, die Skins sind auf jeden Fall sehr, sehr geil, muss ich sagen. Der rechte sieht aus wie zum Beispiel der Skull Trooper hier, nur in lila halt. Der linke zum Beispiel sieht aus wie Chucky die Mörderpuppe, so einen auf den. Und dann der Mitte zum Beispiel so ein richtig kranker Schamane, ne? Finde ich sehr, sehr cool. So,
Dann hier noch das Fortnite Battle Royale Schattenfeuerpaket. Hier hat man drei Skins, also wirklich drei Skins hat man. Drei Skins. Dann hat man noch dazu alle Spitzhacken, also nochmal drei Spitzhacken und natürlich alle Rückenaccessoires, die kommen alle dazu. Wenn man das, wie gesagt, das Ganze wirklich im Item Shop normal kaufen würde, also die Skins und Spitzhacken, würde man bis zu 60, 70 Euro ausgeben. Hier kriegt man das Ganze für nur 29,99, also für einfach für die Hälfte, also 50% Rabatt. Hier finde ich sehr, sehr geil, muss ich sagen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Schnäppchen und empfehlenswert. Und natürlich könnt ihr dies auch mit meinem Creator-Code BoxingMan-Bra ganz easy kaufen und mich damit auf Ehrenbruder-Basis unterstützen. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr es macht, Leute. So. Genau. Das war's mit dem Shop erstmal. Dann.